Hallo und herzlich willkommen zu Olli on Tour. Ich bin der Olli und heute geht es mal wieder um einen Ausrüstungscheck, weil ich leider nicht nach Österreich komme und ich dachte mir, ich muss mal wieder ein Video machen, damit ihr mich nicht vergesst. Und deswegen geht es heute um das leidige Thema Schlafmatten. Ich werde das Rad da ein bisschen neu erfinden. Das bedeutet einfach bloß, dass ich es aus meiner Sicht mal erkläre, beziehungsweise wie ich es sehe. Und da fängt man auch gleich an. Ich habe hier zwei Sachen dabei. Habe ich natürlich nicht bei mir mit auf Outdoor-Expedition dabei. Ich bin da schon ein bisschen weiter, denke ich. Aber damit fangen doch die meisten an. Und das sind auch aus meiner Sicht eigentlich die zwei Systeme, die es gibt. Das eine sind die Festmatten und das andere sind die aufblasbaren Matten. Ja. Mit solchen Gymnastik- oder Isomatten haben wahrscheinlich genauso wie ich über 90% von euch angefangen, die erste Nacht im Wald zu verbringen. Und wenn wir mal ehrlich sind, die erste Nacht war scheiße. Es ist total unbequem, man spürt eigentlich noch jedes kleine Steinchen unter einem, jede Wurzel. Man kommt nicht zur Ruhe. Das Einzige, was ist, man hat einfach keinen nassen Rücken, weil es einfach sehr gut an sich isoliert, aber mehr ist da auch nicht rauszuholen. Das ist auch gleich die erste Sparte in meiner Reihe, und zwar Festmatten. Der Vorteil ist, sie sind recht günstig. Man kann sie so gut wie es geht eigentlich nicht kaputt machen. Also der einzige Vorteil, wo ich mir auch sowas holen würde, genauso wie ein Segment teurer, diese richtigen Outdoor-Matten, wäre, wenn ich wirklich wüsste, dass ich irgendwo im absoluten Steingebirge übernachte, wo ich einfach weiß, dass ich alles andere irgendwie schreddern würde. Das wäre die einzige Option, wo ich sagen würde, ich würde mir so eine Matte kaufen. Das ist die von meiner Frau. Also ich habe mir auch keine teure Outdoor-Matte gekauft, weil, wie gesagt, ich kann auf den Dingern nicht schlafen und wozu soll ich sie mir dann holen? Genau. Zweiter Vorteil, sie sind relativ günstig. Nachteil, sie sind recht groß, haben ein recht großes Packmaß an sich. Deswegen, wie gesagt, für mich nichts. Damit sind wir auch schon gleich bei der zweiten Kategorie. Hier neben mir seht ihr schon meinen Gast, die 0815 Luftmatratze. Als ich auf meiner Isomatte im Wald gelegen bin, habe ich mir ungefähr nach 5 Minuten so ein hübsches Ding hier gewünscht, weil es, wie gesagt, absolut unbequem war. Bei den Luftmatratzen hat man den schönen Vorteil, sie sind durch ihre Dicke wirklich sehr weich und sehr gut zum Schlafen. Und hier ist jetzt halt noch so ein kleines Kopfteil dran. Braucht man nicht unbedingt, eine ganz normale, reicht vollkommen aus. Vorteile sind daran, man liegt wirklich wie auf Wolken, wenn es außen nicht zu kalt ist. Also bei Minusgraden muss man da auch aufpassen, weil da kommt es dann mit dem R-Wert ein bisschen in die Bredouille. Der zweite Vorteil ist, man kann sie, wenn man jetzt einfach nur an den See fährt, man kann sich dieses Ding wirklich überall im Sommer kaufen. Für ein paar Euro ist ja wurscht, muss 2-3 Tage halten und dann ist die Sache gut. Sind wir auch gleich beim Nachteil, halten. Die Isomatte kann ich auf Steine schmeißen und theoretisch auf Nägeln übernachten. Unbequem ja, aber sie geht wirklich sehr, sehr schwer kaputt. Bei dem Ding, das muss ein spitzen Stein, muss man schief anschauen und schon liegt man auf dem Boden die ganze Nacht und kann versuchen, das Ding irgendwie zu flicken. Das zweite Problem an der ganzen Sache ist, man muss einfach gucken, wie man die Luft reinkriegt. Das heißt, wenn man jetzt keine Luftpumpe dabei hat, irgendwie so auf großer Expedition, dann sitzt man da wirklich sehr, 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 sehr lange dran, um dieses Ding aufzublasen. Von daher auch für die normalen Outdoorer von uns nicht geeignet. Bleiben wir gleich bei den Luftmatratzen eine Kategorie teurer. Ich habe jetzt hier von Expert die Synmat 7M. Das ist meine Matte, die ihr in eigentlich allen Videos bis jetzt bei mir gesehen habt. Ist ein sehr guter Begleiter gewesen, jetzt für, ich glaube, 16, 17, 18, so für ungefähr 2,5 Jahre. Im letzten Video, also letztes Video, war das, wo ich von Bratislava losgefahren bis nach Güss,
hat sich in der letzten Nacht hier eine Verklebung in der Mitte gelöst und hat eine Beule gegeben. Da war auch nicht mehr wirklich an Schlaf zu denken auf dem Ding, weil es einfach war wie auf einem Ball schlafen. Ansonsten sind diese Dinger wirklich super. Der Vorteil bzw. der Unterschied erstmal zwischen einer normalen Luftmatratze ist, ich habe außen ein wesentlich besseres Gewebe, was nicht gleich kaputt geht. Ich habe auch ein Flick-Kit gleich dabei, was ich mir natürlich auch ein Fahrrad-Flick-Kit bei einer Luftmatratze holen kann. Ist aber, wie gesagt, hier schon alles mit integriert. Der zweite Vorteil, den ich bei so einer Matratze habe, ist, dass eine, bei der Symmat jetzt zum Beispiel, ein Gewebe eingearbeitet ist, hier in diesen einzelnen Kammern, was mir einfach ein bisschen Wärmeerhalt gibt. Das bedeutet, da ist dieser R-Wert, den ihr in 150.000 anderen Videos ganz genau erklärt bekommt, ist einfach etwas höher als bei einer reinen Luftmatratze, da hier dieses Gewebe Wärme zurückhält. Mehr ist es nicht. Es gibt diese ganze Ausführung noch als Daunenbett. Das ist dann schwarz und ist mit Daunen gefüllt. Da ist dieser R-Wert, der Daunen, besser Wärme erhalten. Natürlich wesentlich höher. Aber da muss ich gestehen, habe ich mir keine gekauft. Aus dem Grund, weil ich ganz viele Berichte gelesen habe und gesehen habe, wo man 5-6 Nächte auf so einer Matte dann geschlafen hat. Und da man hier oben die Luft ablässt, hat sich das dann irgendwann in der Nacht verabschiedet und am nächsten Tag haben die Leute ausgeschaut wie geteert und gefedert. Von daher, Synmat ja, Daunenmat muss man wissen. Kostet auch doppelt so viel, die kostet glaube ich momentan noch 100, eine Daunenmat kostet ungefähr 200. Was hier auch noch vorteilhaft ist, es ist eine Luftpumpe integriert, bedeutet, ich habe hier einen Schaumstoff reingearbeitet. Ihr seht so dieses kleine ausgesparte Elementchen. Kann ich aufmachen. Es kommt keine Luft raus. Jedenfalls, also ich spüre, weil hier ein bisschen Luft drin ist, dass hier langsam Luft zurückfließt. Nur ganz dezent. Ich habe hier eine Luftmatratze drinnen. Und wenn ich jetzt hier, wo die beiden Hände sind, meine Hände so auflege und pumpe, pumpe ich Luft in die Matratze hinein. Man hört, es saugt sich wieder voll. Der Schaumstoff tut sich wieder aufblähen, saugt die Luft von außen an, weil hier ein kleines Ventil ist. Wenn ich hier drauf drücke, hört man, fällt Luft raus. Der Vorteil ist daran auch, wenn ich aufgepumpt habe und bevor ich mich hinlege, drücke ich einmal, ihr seht, es ist so ein bisschen platt gedrückt, ne, drücke ich hier einmal auf das Ventil vorsichtig drauf und der Druck gleicht sich komplett aus. Natürlich, wenn ich mich drauf lege, ist der Druck wieder weniger, aber es schaut einfach schöner aus. So. Warum blase ich diese Matten nicht mit, dem Mund auf? Aus dem Grund, Feuchtigkeit hier drin führt, wie alle wissen, zu Schimmel. In einem geschlossenen Raum, Feuchtigkeit ist immer nicht gut. Wenn das ganze Zeug schimmelt, bei den Downmats natürlich noch schneller, weil organische Stoffe, ist A, wieder die Wärme nicht gegeben und B, ist es einfach eklig. C ist es auch irgendwann gesundheitsschädlich, wenn ihr dann in diesem Zelt seid, hier oben aufmacht und euch dann die schöne Luft entgegenkommt mit den ganzen Keimen drinnen. Will man nicht, braucht man nicht, muss man nicht haben. Wie man die dann noch weiter aufbläst, erkläre ich am Ende des Videos. Kommen wir zu den teuren bzw. teureren Isomatten. Wie ihr seht, wie ich vorhin erklärt habe, ich habe mir keine gekauft, weil es für mich einfach viel zu unbequem zum Schlafen ist. Ich bin einfach groß, ich bin dick, ich bin schwer. Da nützen diese Dinger nicht viel. Es gibt von verschiedenen Herstellern Isomatten, die dann eine bestimmte Prägung haben, dass man zum Beispiel etwas höher liegt, die ein bisschen dicker sind, die auf eine spezielle Art zusammengefaltet werden können, dass man einfach einen großen Kasten hat, dass man den etwas besser verstauen kann. Diese Sachen, wie gesagt, wird man niemals in den Schlafsack. Diese Sachen wird man niemals in den Rucksack reinkriegen, weil die einfach viel zu viel Platz wegnehmen. Der Vorteil ist, man kann es unten drunter hängen oder man kann es oben drüber hängen oder man kann es hinten dran hängen, weil es kann auch nass werden. Man schüttelt es einmal aus und das ganze Wasser ist weg. Also ist, wie gesagt, robust sind die Dinger wirklich top und wer drauf schlafen kann, bitte holt euch sowas. Es ist günstiger. Ich glaube, die fangen bei 20 Euro an, so 60 Euro ist schon wirklich Hochkategorie bei den Dingern. Wer es kann, soll sich die Dinger holen, ich kann es nicht. Das wäre es jetzt an sich auch schon gewesen, aber
wie gesagt, meine Einteilung. Es gibt nur zwei Kategorien. Als Zusatz gibt es noch eine Art Hybrid. Bedeutet, die selbst aufblasenden Isomatten. Für alle, die es nicht wissen oder wirklich absolut neu sind, was ist eine selbst aufblasende Isomatte? Bedeutet, dass es eine Luftmatratze ist im Endeffekt, wo in der Mitte ein Schaumkern ist, wie ein Schwamm, der, wenn ich ihn aufmache, also die Luftmatratze öffne, zusammenroll, die Luftmatratze schließe, kommt keine Luft mehr rein, bleibt in einem kompakteren, nicht sehr viel, aber in einem etwas kompakteren Packmaß als dieses große Modell jetzt hier zum Beispiel, und ich kann es besser transportieren. Vorteil davon, man liegt extrem, wirklich extrem weich. Zweiter Vorteil, es ist, wenn man es braucht, wie gesagt auch nur, wenn man es braucht, extrem warm. Das heißt, ich habe bei diesem Ding, ich muss einmal ganz kurz spitzen, habe ich einen R-Wert von 6,4. Bedeutet, ich habe zum Boden abisoliert ungefähr, kann ich minus 28 Grad abhalten. Nicht nach oben, also oben ist dann wieder der Schlafsack von Belangen. Aber diese Dinger sind wirklich top. Nachteil wiederum hat er von den Gymnastikmatten, finde ich. Es ist sehr viel Material drinnen, also sind sie eigentlich relativ schwer. Bedeutet, diese Matte hier hat knapp 2,2 Kilo, das muss man auch erstmal mittragen. Das zweite ist, es hat ein sehr großes Packmaß. Um das Packmaß jetzt einfach mal zu zeigen, was wirklich dieser Unterschied ist, wenn ihr jetzt nicht gerade in den nächsten Autoladen latschen wollt, bedeutet, das hier ist die Verpackung, jetzt ausgestopft von meiner Symmat, wo es ungefähr, ja, eigentlich relativ realistisch ist. Und von der Megamat ist das das Packmaß. Das bedeutet, das geht auch nur oben drauf, unten drunter. Aber wie gesagt, extrem weich, extrem guter Schlafkomfort. Natürlich muss man jetzt auch nicht übertreiben, wie ich hier mit 7,5 cm. Die Dinger gibt es ein bisschen schmaler, ein bisschen kleiner und ein bisschen dünner. Da sind sie erstens nicht so teuer, R-Wert wieder schlechter, ich weiß, aber die meisten von uns schlafen eigentlich nur im Sommer außen oder im Herbst. Und minus 5 Grad oder sowas ist da ein vollkommen akzeptabler Wert. Gibt es auch viele, die auch relativ preiswert sind, preiswerter als diese Synmats, und kann man nur empfehlen, weil, wie gesagt, relativ robust, zwar nicht so robust wie eine Isomatte, aber trotzdem eigentlich relativ gut. Meine Bitte an euch ist, schaut, bevor ihr einen längeren Track macht, wirklich, wie wollt ihr schlafen, wie könnt ihr schlafen, wie seid ihr ausgeschlafen dann auf so einer Matte. Wenn ihr es wirklich auf so einer einfachen Synmat schafft, wirklich gut zu schlafen, dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber denkt, wie gesagt, dran, ihr kennt es von euren Eltern und Großeltern, wie man sich bettet, so liegt man. Es ist wirklich so, wenn ihr euch auf eine angenehme Matratze legt, in eine Schaummatratze in dem Fall, und ihr darauf sehr gut schlaft, kommt ihr in der Früh wesentlich besser raus, wie wenn ihr wirklich, sagen wir mal, ein halbes Kilo Gewicht spart und dafür einfach absolut fertig aus der Nacht rauskommt. Das bringt euch im Endeffekt nichts. Probiert es aus, und wie gesagt, ein halbes Kilo, selbst ein Kilo mehr, also kann jeder von uns tragen, und man muss nicht immer jedes Gramm zählen. Jetzt habe ich ja vorhin erklärt, dass man seine Matten, auch wenn sie nicht selbst aufblasend sind, nicht auf keinen Fall mit dem Mund aufblasen soll. Was macht man denn dann? Bei der Megamat zum Beispiel war es jetzt dabei, gibt es so kleine Luftpumpen, die haben einen Nüppel, der, muss man gucken, wenn man ein anderes System nimmt, relativ gut eigentlich dann auf die Luftmatratze passt. Und in dem Fall ist hier hinten wieder ein Schaum drinnen, der sich aufbläht. Und wenn ich vorne drauf drücke, kriege ich Luft in das System rein. In die Matte rein.
Hier ist noch so eine Art kleines Rückschlagventil drin, was sich einfach zusammenzieht, dass er wirklich nur von vorne Luft zieht. Ist sehr gut gemacht. Mein Problem ist einfach, damit steht man an einer Megamat oder einer Synmat auch ungefähr 10 Minuten. Bei dem Ding kann ich gleich die integrierte Pumpe nehmen. Deswegen weg. Was kann man jetzt machen? Ich habe auch lange gesucht, bin dann auf ein lustiges Video gestoßen. Ich weiß leider nicht mehr von wem, sonst würde ich es natürlich jetzt hier kundtun. Aber es ist halt schon extrem lange her. Es gibt eine bestimmte Art von Packsägen. Sieht man den Namen richtig rum? So rum ist er richtig. Ich habe mir jetzt dieses Fabrikat gekauft. Das Schöne an dem Ganzen ist, hier ist auf der Unterseite nochmal eine Nippel, die man aufmachen kann. Und jetzt kann ich hiermit meine Matratze aufblasen. Das Sache ist natürlich nicht, dass ich jetzt hier den Kopf reinstecke und dann hier das Hecheln anfange, weil dann habe ich ja A, wieder Feuchtigkeit drin und B, blase ich nur Luft hin und her, aber ich kann diesen Nippel, ich sag so gerne Nippel, kann ich jetzt hier zum Beispiel aufstecken, setze das ganze System einfach auf den Boden und jetzt arbeite ich mit Luftverwirbelung. Das heißt nicht so atmen, sondern wirklich mit ungefähr Abstand 30 cm puste ich einmal in dieses ganze Ding rein. Der Sack ist gefüllt, ich mache ihn oben zu und drücke ihn nach unten. Eine Synmat habe ich ungefähr mit 5 Hüben voll und das bisschen, was mir dann noch fehlt, kann ich mit der integrierten Handpumpe noch nacharbeiten. Von daher ist das ein super System. Und ich finde, jeder hat eigentlich so einen kleinen Packsack dabei, wo er wirklich Sachen drin hat, sei es Handy, Geldbeutel, was einfach nicht nass werden soll, Feuerwerkskörper. Und von daher ist es auch relativ, also wirklich, wirklich dünnes Material. Und kann ich, wie gesagt, nur empfehlen, ist die beste Variante, um irgendwas aufzupumpen, weil man einfach extrem viel Luft sehr schnell hineinkommt. Zum Abschluss komme ich noch kurz auf die Lagerung zu sprechen. Bei mir stehen meine Matten in einem angenehm aufgepumpten Zustand. Das bedeutet, dass sich die Megamat gerade so viel selbst aufgebläht hat, wie geht. Ich kann hier natürlich noch etwas mehr füllen, wenn ich ein bisschen härter liegen möchte. Bei der Synmat ist es, dass sie gerade nicht wegkippt, nach vorne oder nach hinten. Leicht aufgepumpter Zustand. Ohne Sonneneinstrahlung irgendwo in den Schrank reinstellen. Das zweite, was man noch zur Pflege sagen muss dazu, stellt niemals warme Sachen, also nicht nur heiße Sachen, sondern auch keine warmen Getränke oder so, die ihr jetzt irgendwie vor 4 Stunden gemacht habt, hier drauf ab, auf egal auf welcher Matte. Die sind komplett verklebt innen. Also auch hier ist überall Kleber, ein ganz dünner, und es kann wirklich ganz leicht sein, dass sich dieser Kleber löst und dann habt ihr eine Beule. Diese Beule, sobald ihr die einmal habt, wird immer und immer größer und man muss es einfach nicht tun. Also, das heißt, man muss es immer tun, aber man muss es einfach nicht herausfordern. Das zweite ist, wenn ihr wirklich, bei dieser Matte jetzt natürlich auch, ne, hier minus 28 Grad, ihr so schlau seid und die dann im Sommer mitnehmt zum Badesee bei 35 Grad im Schatten, macht eure Matten auf. Tagsüber macht ihr eure Matten einfach auf, dass permanent Luft zirkulieren kann. Das heißt, dass kein Überdruck entsteht, dass sich dieser Kleber, selbst wenn er sich anlöst, nicht ablösen kann, sondern einfach wieder, wenn es ein bisschen frischer wird, wenn es ein bisschen kühler wird, einfach gleich wieder verbinden kann. Ist ein Tipp zur Pflege, damit ihr wirklich ganz lange Freude an euren Matten habt und die nicht gleich irgendwie nach einem Jahr im Arsch sind. Ich muss zu meiner Synmat sagen, die ja jetzt letztens erst kaputt gegangen ist, die diese Beule geworfen hat, weil sich einfach dieser Kleber gelöst hat. Ich habe nichts draufgestellt, ich habe mich auch nicht großartig drauf rumgewälzt. War einfach eine Ermüdungserscheinung. Hier wirklich ganz großen Dank an Expert. Ich habe die Matte ohne Rechnung, ohne irgendetwas beim nächsten Autohändler, wo ich sie auch gekauft habe, der hat trotzdem keine Daten mehr gehabt, abgegeben. Der hat ihr einen Expert geschickt und ich habe eine neue Matte bekommen. Muss man sagen, nach 3 Jahren ist nicht
von schlechten Eltern, vielleicht eine neue Matte zu bekommen. Ich habe keinen Nachweis gehabt, wie alt die Matte im Endeffekt wirklich ist, ob ich sie dort gekauft habe oder nicht. Wirklich, Chapeau, großes Lob. Selbes Spiel, andere Matte. Diese Expert, die ich jetzt ja bei mir in meinem Sortiment neu habe, ist auch nagelneu. Die habe ich von einem Bekannten bekommen, der hier eine riesige Blase drin hatte und der die eigentlich wegwerfen wollte. Ich habe gesagt, komm, gib sie mir, ich probiere sie mal aus, weil ich wollte unbedingt mal so eine dicke Matte austesten. Habe gesagt, scheiß drauf, ich lege mich andersrum drauf und sowas. Vergesst das, es funktioniert nicht. Diese Beule wurde immer größer, ich habe versucht Luft nachzupressen und ich bin natürlich, diese Blase ist größer geworden, ich bin voll auf den Boden eingesunken. Wenn diese Matten eine Blase haben, bringt es nichts. Man kann gucken, dass man sie dann zur Reparatur bringt. Ansonsten, wie gesagt, auch hier der Fall, die Matte wurde auch eingeschickt. Nach 3 Wochen kam eine nagelneue Matte raus, also zu uns. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass wirklich so kulant getauscht wird und diese Matte war eigentlich noch älter. Es wurde auch dazu gesagt, vor allem, es wurde nicht irgendwie umgedreht, gesagt, ja, die Matte ist nur 1,5 Jahre alt und ich finde die Rechnung nicht. Nee, er hat gesagt, er hat die irgendwie in Hamburg gekauft, hat die irgendwie vor 4 oder 5 Jahren oder vor 4 Jahren, glaube ich, war es dort gekauft und einfach mal eine nagelneue Matte rausgelassen. Muss man wirklich sagen, top. Ja, das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Wenn ihr ein Like da gelassen habt und ihr noch keine Abonnenten seid, tut abonnieren. Ich wollte eigentlich noch ein Video rausbringen, irgendwie zum eigenen Iglu bauen und wollte mich unter einem Schneehaufen selbst begraben. Leider hat es nicht hingehauen, momentan zumindest nicht, weil ich leider aus meinem Wohnort nicht weggekommen bin, nicht weil ich eingeschneit bin, sondern weil sich Nachwuchs bei mir ankündigt und das jetzt doch etwas früher als geplant. Man steckt nicht drin, aber es wird auf jeden Fall nachkommen. Also macht's gut, ciao!